Also ich wollte wissen, ich fange mal mit der B an, wie man von der Erde aus die Temperatur der Sonne bestimmen kann. Von der Erde aus. Das ist hier Original vom Fraunhofer. Er schaut sich jetzt das Licht an, er stellt fest, das ist also ein kontinuierliches Regenbogenspektrum, aber da gibt es so diese schwarzen Linien. Und das da oben ist die Intensitätsverteilung, das heißt also am meisten Licht bekomme ich hier. Und da gilt jetzt eine Formel von Wien, die haben wir hier ein bisschen größer. Ja, das ist das Wien-Gesetz, wenn das Lambda Max mal die Zeit, mal die Temperatur ist B und B ist eine Konstante. Das gilt näherungsweise für schwarze Körper, also zum Beispiel schon eine Herdplatte, die eine gewisse Temperatur hat, die hat auch ein bestimmtes Lambda Max. Und näherungsweise, das steckt eben hier drin, betrachte ich jetzt die Sonne wie einen schwarzen Körper und dann habe ich an der Stopp hier. Ich schaue hier, wo mein Lambda Max ist, ja, und setze das in die Formel ein und fertig. Man könnte es auch versuchen mit dem Boltzmann, hier mit diesem Gesetz, weil da steckt auch hier die Temperatur drin. Dann muss ich aber für das Phi die Leistung der Sonne einsetzen. Das kommt hier für das Phi rein. Und für das A wäre die Oberfläche der Sonne. Ja, also 4 Pi R Quadrat und R ist dann der Radius der Sonne. Das ist ungefähr mal 100 mal der Radius der Erde. Und mit dem Trick würde man auch mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz die Temperatur der Sonne rausfinden, auch wieder unter der Näherung, dass es sich jetzt hier um einen schwarzen Körper handelt. Des Weiteren wollte ich wissen, wie man jetzt die chemische Zusammensetzung der Sonne weiß. Also die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium und Rest, ganz wenig Rest. Aber dieser Rest ist interessant. Das geht mit diesen ganzen schwarzen Linien, die Fraunhofer hier vermessen hat. Und die Linien sind eben sehr typisch, sehr charakteristisch. Hier habe ich jetzt nur Wasserstoff, da springen eben die Elektronen auf der Schale ganz bestimmte Stufen. Mit E ist H, F wird also jeder Energie wird auch eine Frequenz zugeordnet und das ist eben wie ein Fingerabdruck. Weil wenn ich bestimmte Energien habe, weiß ich, das ist Wasserstoff und für andere Energiestufen weiß ich, das ist Natrium. Ja, Natrium hat irgendwo im Orange-Bereich zwei sehr markante Linien, die finde ich jetzt nicht, ich bin kein Chemiker, weiß nicht. Aber irgendwo der Chemiker findet so die Natriumlinien und dann weiß er, ein bisschen Natrium ist auf der Sonne. Und hier sind dicke Linien, also wenn viel da ist, wird es dicker sein, wenn wenig da ist, wird wenig da sein. Und hier überlagern sich eben viele, viele Fingerabdrücke auf einem Spektrum. Ja, also immer so ein Muster von Linien ist dann ein Fingerabdruck für zum Beispiel für Eisen. Ja, und man findet eben Eisen auch auf der Sonne.